Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in 7Days to Die. Herzlich willkommen bei Our Nacho. Ich würde jetzt noch die beiden hier einmal wegmachen. Und dann gehen wir auch schon wieder nach oben. Weil ich wollte jetzt hier nicht so viel buddeln. Aber ihr seht schon, da ist noch ein bisschen was zu holen. Das sieht noch ein bisschen weit aus. Was ist da hinten? Ach, da geht's auch noch weiter. Das hatte ich gar nicht mal auf dem Plan. Okay. Könnten wir hier eigentlich... Nee, da ist ja... Was sei denn? Ja, jetzt muss ich da auch wieder einen wegmachen. Nicht witzig. Ja, komm. Nehmen wir den auch ab. Dann haben wir einen sauberen Durchgang und ich weiß, wo ich hin muss. Und dann ist gut. Na, nun geh einfach hoch und da raus und den lasse ich nach Möglichkeit stehen. Dann brauche ich keine Säule mehr stellen. Das ist doch wieder ein bisschen größer, das Ganze. So. Dann wollen wir jetzt einfach mal gucken. Jetzt hatte ich eben geschaut, ne, nach Minibike machen. Geht ja gar nicht. Habe ja noch gar nicht... Was machst du? Habe ja noch gar nicht gelernt. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir da erst nochmal was anderes. So, der Sand kommt nach oben. Das gehört hier hin. Und das kann ich auch eigentlich hier hin tun. Das stört es nicht. Oh, Potassium kann auch mit nach oben. Die Kiste umgeräumt habe ich gar nicht. Total vergessen. Naja. Ah, Potassium kann auch ein bisschen was in die Medizin. Kiste. Ah, Sand. Irgendwo auch gesehen. Wo haben wir denn Sand gehabt? Steine kann ich auch reinschmeißen. Jawohl. Holz. Nix. Ich habe da hier irgendwo Sand gesehen. Ah. Da tue ich jetzt unten auch mal die Erde rein, weil so viel Sand haben wir in der Regel nie. Und dann ist jetzt die Frage. Na, hier war ich ja schon drin. Sonst hätte ich das nicht markiert. Gibt es natürlich noch so einiges... mehr zu looten. Da, Digga. Aber, ich würde ganz gern einfach einen neuen Buckladen haben. Da hat man eine Kaserne, da hat man eine Bank, da haben wir den Schatz. Vielleicht hier hoch nochmal gucken. Ist aber auch wieder so ein ewig weiter Weg, ne? Und hier, ja, das könnten wir eigentlich miteinander verbinden, indem wir dann auch noch Sand holen. Ach so, futtern, trinken. Warum ist denn der da? Und solche Geschichten, das sollten wir vielleicht nochmal kurz machen. Und wenn wir dann nach Hause kommen, sollten wir vielleicht mal langsam wieder ein bisschen was zu futtern machen. So, dann nehme ich den aber dieses Mal mit. Und, warte mal. Da haben wir Gedönskiste. Eigentlich ja nicht. Aber da kommen jetzt die Fackeln mit rein. Weiß nicht, warum ich die ganze Zeit mit rumschleppe. Das ist ja dämlich. So. Dachte nicht, das reicht nicht. Alter, bist du verfressen? Ja, aber so gerade eben. So. Ein bisschen Wasser und dann ist gut. Ein Gläser, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall finden. Die können wir eigentlich dann mitnehmen, direkt wieder auffüllen. Und dann ist auch gut. So. Naja. Und ab Yeti-Post. Wir haben alles mit, was wir so brauchen. Hätte ich längst auch mal... Na gut, das ist jetzt relativ. Nee. Wie lange braucht er denn wohl?
Da hatte ich nämlich eben nachgeguckt, kann ich noch gar nicht. Tja. Die müssten doch eigentlich relativ schnell gehen. Ja, tun sie auch. Waffenkiste mit Munition haben wir hier. Die Federn, die reichen dafür vollkommen aus. Dann packen wir die jetzt hier hin. Und fertig. Und dann machen wir die 192, 191 in diesem Fall. Mach ich mal hier, dann vergesse ich das nicht. Und dann ist alles gut. Der Platz ist frei, da kommt dann das Futter hin. Alles gut. Passt. Holz habe ich genug. Jetzt können wir jetzt mal so machen, wie es gehört. Super. Ja. So blickt man da auch nicht durch. Und dann funktioniert auch. Ja, gut. Was sagt denn draußen unser Futter? Kannst du auch von hier gucken, bitte. Auch noch ein bisschen. Dann pflanzen wir einfach noch was mit an in der Zeit, wo die Tee können wir eigentlich brauchen, ne? Aber auf jeden Fall. Kaffee wohl auch. Das könnte sogar passen. Das könnte sogar passen. So. Warum das jetzt? Das ist die Macht der Gewohnheit. Springen wir runter. Naja. Ist nicht immer so lustig. Kann er weit drin? Nö. Da haben wir ja. Kommt die jetzt einfach mit hier hin. Und gut ist. So. Na komm. Geht doch. Kaffee dazu. Aber halt von allen so ein bisschen ist ja auch nicht so verkehrt. Und da weiter. Na, geht doch. Mach schon. Mach schon. Na, geht doch. Lass mich ärgern hier. So. Mal gucken, wie viel er jetzt durch hat. Unten ist er, Digga. Unten. So, wir kommen der Sache näher. War das hier? Da haben wir sie doch. Nach hier. Und mach schon mal durch. Deswegen hat das nicht gepasst. So, dann können wir den einmal neu spannen. Ja, dachte ich mir. Die bleibt da durch. 41 noch, okay. Reicht doch. Und dann können wir los. Warum dort? Wenn es doch hier hin muss. Bitte schön. Hier können wir irgendwann mal verpfeffern. Dann geht das. Muss ich mir nur entweder angewöhnen, immer bei Spitzen noch zusätzlich dabei zu haben. Dann geht aber auch wieder so ein Platzball rauf, was auch doof ist. Oder mit den Pfeilen besser zu haushalten. Das wäre dann vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Wow, was ein Leck. Gut. Hat sich mal wieder gelohnt. Aber den Bären, ich glaube, den versuche ich jetzt öfter mal auf diese Weise zu kriegen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Dass man extra so ein kleines... Du hast doch wieder nichts Vernünftiges. Schwebst du? Nö. Irgendwie bist du größer. Ja. Hat sich nicht mal gelohnt. Ach komm, du kannst da liegen bleiben. Den Knüppel, den... Dazu brauche ich doch auch schon wieder. Da für den Barbet. 4 Stück.
Ja, komm, neuen Barbeklapp machen wir auch noch. Ich glaube, das wäre nicht so übel. Beziehungsweise, okay. Wandert ihr mal weiter. Und ich, okay, ich wandere dann hier durch. Schon wieder eine ganz... Na nö. Das ist doch erst alles repariert. Hier war doch heute Nacht gar nichts los. Zumindest habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen. Aber vier Stück habe ich gesagt. Na, kriegen wir schnell hin. Oh, da macht sich einer am Stein. Wo ist es denn? Da. 20 Sekunden, das geht. Die Zeit, die haben wir. Na, ein noch. Und für dich. Sehr schön. Einmal hier unten drin. Den können wir jetzt können. Und einen neuen machen, fertig ist. Also was zum Scrappen, das finden wir unterwegs sowieso. Da ist das dann wurscht, habe ich da jetzt was mit. Gehört der noch zur Wanderhorde? Nicht wirklich, oder? Ach, das dauert ja auch noch eine halbe Ewigkeit. Ich hätte noch nicht wegscrappen sollen. Die wir brauchen können. Oh gut, überall umlaufen wir es jetzt erstmal ein bisschen. So ist richtig. Das sind lange Wege, die man jetzt so ohne Minibike zu gehen hat. Schon ordentlich. Ich bedenke auf der einen Private Map. Okay. Auf der einen Private Map habe ich gar keine Stadt im gesamten Umkreis gehabt. Und dann habe ich hier mal irgendwann neu angefangen. Weil ja mir da alles zusammengestürzt war. Kein Bock drauf gehabt, das nochmal drauf zu bauen. Gesagt, okay, fängst du nochmal anders an, guckst du mal, was kannst du noch so Schönes machen. Und da habe ich dann eine kleine Stadt gehabt, aber gar kein Wasser. Oder war es umgekehrt? Da habe ich Wasser ohne Ende gehabt, aber null Städte. Außer eben nur null Stadt. Die hat man ja immer. Das ist schon verrückt irgendwo. Du hast statt so ein bisschen ausgeglichen, hast du immer so von einem zu viel, von dem anderen zu wenig oder gar nichts. Und das scheint irgendwie so durchgehend zu sein bei dem Seednamen, den ich da genommen habe. Obwohl Tommy gesagt hat, der wäre bei ihm wohl auch nicht so anders. Der hätte quasi das gleiche in Grün gehabt. Wasser ohne Ende, aber keine Städte. Hallo, Ballo. Können wir uns auch aus der Wüste eigentlich auch noch wieder so andere Sachen mitnehmen, ne? Bin doch jetzt viel zu dick angezogen für die Wüste. Ich hab da doch noch... Stimmt. Ah, der ist noch am Machen. Habe ich mir nämlich gedacht. Iron Boots kühne jetzt, oder? Minus 3, ja. Das ist ganz gut für die Wüste. Das ist der jetzt einmal ein Grün. Der dürfte auch schon ein bisschen mehr scheppern. Okay. Und dann wollte ich in diese Richtung, genau. Noch nebenbei so ein bisschen Krams mitnehmen. Gucken, ob da noch irgendwie eine Stadt ist. Aber so ein Krams kann man ja ruhig mitnehmen. Das kann man halt, wenn man es braucht, ne? Und, oh ja, doch, die geht. Nehmen wir mal so ein paar. Ich habe die leeren Gläser mit. Mache ich auch gleich kühlen Tee parat. Das finde ich auch sinnvoller, weil ich meine, man braucht man normalerweise kühlen Tee, wenn man in die Wüste geht. Und hier findet man halt das Material dafür. Warum soll ich mir da mit den roten Blumen so kühlen Tee machen? Na, nehmen wir halt mit. Und das Nest sowieso. Wow. Dann der ist plötzlich am Schwimmen. Noch, oh ja. Deswegen mag ich die Wüste so gern. Die Nester sind so schön einfach zu sehen.
Da werden außerhalb der Wüste nicht weniger Nester sein, denke ich mal. Aber die sind halt nicht so einfach zu sehen, ne? Und hier geht das ganz, ganz gut. Nee, ich habe keine lustige. Da kannst du jetzt motzen, so viel wie du willst. Ich will weiter. Oh, Street. Street ist... Ja, das ist auch nicht übel. Ein Gockel. Komm her, du Hühnchen. Komm, ich hab da was für dich. Ich hab da... Warte. Geht doch. Die Anfälle mitbringen kann man ja mal auch brauchen. So, und das nehmen wir noch mit. Und das, und das. Ruhig. Ganz ruhig. Könnte ich eigentlich mal meinen Knüppel ausprobieren hier. Und so. Läuft. Ja. Ist denn nicht? Wer ist denn da? So, jetzt gucken wir aber erstmal. Auf dem Rückweg gehen wir auch. Das sieht gut aus. Nicht. Ah, den hatten wir schon. Ja. Hm. Das sieht schwer dann aus, als ob das der wäre, den wir schon gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir in diese Richtung. Die Straße weiter. Ist so richtig, ne? Ja, hier. Und gucken, dass wir hoffentlich dort was finden. Eine richtig schöne Kleinstadt nochmal mit schönen Bücherregalen, schön vielen. Da hätte ich jetzt mal so gar nichts gegen. Das wäre mal richtig nett. Aber wer sagt denn, dass das hier nett sein soll, ne? Na, nimmst du. Das könnten sie auch mal wieder verbessern. Das haben sie irgendwie auch ein bisschen versaut so in den letzten Updates. Ich weiß gar nicht, seit wann das so ist. Jo, komm her. Wie? Ist nicht. Und will ich nicht. Und bleib gefälligst liegen. Ist nicht mal was ordentliches mit. Nächstes Mal nehme ich wieder beim ersten Mal den Pfeil. Das ist zum... Kriege ich nicht direkt an auf die Nase, geht schon. Da wird jetzt keine Stadt sein, das wird halt ein Haus sein. Hier oben. Oder ein bisschen Wasser, oder wie es halt so ist. Können wir eigentlich auf dem Rückweg auch noch ein paar Sachen aus dem Auto mitnehmen. Mal gucken, ob wir was finden und wie voll wir dann sind. Ich hatte eh so ein komisches Händchen für, das immer... So, jetzt wollen wir... Oh, das sind zu viele, glaube ich. Rezepte. Jucka. Nö, passt genau. Ja, brauchen wir später noch. Können wir den Platz tatsächlich einfach mal fertig lassen. So. So. Jetzt können wir weiter gucken. Nehmen wir jetzt nochmal 16 mit, oder... Ja, doch, da geht schnell nach oben. Das ist ganz schön teuer, dieser Tee, ne? Ah, warte mal. Hier, bitteschön, hast du ein bisschen Fleisch. So, das und das und... Wow, schon wieder so ein Leck. So, was habe ich jetzt gesagt? 16, ne? Oh, das dauert noch. Dass wir die halt immer drin haben. Damit wir uns dann gleich wieder 4 Gläser machen können, wenn sie denn leer sind. Auch nicht so verkehrt. So, Digga. Hast du mich schon? Oh, jetzt hast du mich. Wupp. Hat nicht so den Bonus gegeben, den ich ganz gerne wollte. Ja, so geht auch. Und jetzt schön unten bleiben. Wirst du wohl einfach mal... Da
Da schlägt man sogar durch. Wenn die wieder aufstehen. So. Das ist nicht verkehrt. Den können wir auch dahin machen. Das können wir direkt wegmachen. Sowas ist auch nie verkehrt. Das sollte ich vielleicht mal einmal so rum machen. Das dürfte dann besser sein. Ein bisschen Jucker muss ich ja noch, ne? Nicht irre. Haben wir es doch. Ja, wenn wir ein bisschen mehr haben, ist das so schlimm auch nicht. Von daher einfach mal sammeln, was auf ihn. Ist das Licht schon? Nö. Das ist gerade nicht an gewesen. Aber schon wieder 20 Minuten rum. Das ist ja normal. Also insgesamt ist ja auch zombie-technisch gerade nicht wirklich was los. Würde ich mal so sagen. Wow. Ja, schon mal ordentlich. Allein dafür hat sich der Wüstenausflug schon wieder gelohnt. Ne? Obwohl ich habe ja noch ziemlich viel. Aber Crossbow, kann ich den nicht eigentlich schon machen? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, das könnten wir jetzt direkt. Gucken wir mal kurz. Und dann ist leider auch die Folge schon wieder zu Ende. Nee. Den muss ich erst noch lernen. Aber ich schmeiß den schon mal so darin. Jetzt da. So. Meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Falls auf Social Media. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Also, bis dahin. Bye-bye.